Mein Name ist Ulrike Zuberl und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zur Folge 31 der Reihe über romantische Liebe in der Literatur Europas im 18. und im 19. Jahrhundert. Heute soll es um einen neuen Männertyp gehen, nämlich den Dandy. Wir haben uns das letzte Mal die Vampire angeschaut. Ein Thema, das in der Literatur um 1800 auf einmal populär wird und das vor allem männliche Vampire waren es dann, die das Interesse des vorwiegend weiblichen Lesepublikums erregt haben. Vampire waren sexuell attraktive Männer, sehr gefährlich für die Damenwelt, gerade auch für die englische Oberschicht, die Ladies der englischen Oberschicht, die oft etwas gelangweilt waren. Sie interessierten sich für die gefährlichen Männer, wollten Abenteuer erleben. Und mit den Vampiren war das ein großes Abenteuer, denn die sexuelle Attraktivität dieses Vampirs konnten sie in tödliche Gefahr bringen. Wenn sie gebissen wurden, wurden sie in untote Tote verwandelt, verloren ihre Seele. Nun, das ist nun eins der größten Abenteuer, die eine Lady im 19. Jahrhundert erleben konnte. Genau in dieser Zeit, im späten 18. und 19. Jahrhundert, kommt nun tatsächlich in der englischen Gesellschaft ein neuer Männertyp auf, der gar nicht tot ist, sondern sehr, sehr lebendig ist. Ein Männertyp, der sich auszeichnet durch modische Kleidung, ein höchst attraktiver, für Frauen attraktiver Männertyp ist und der sehr populär wird in England, auf dem Kontinent, vor allem in Frankreich. In Deutschland ist der Dandy nie so berühmt und bekannt geworden, hat sich nie so ausgewirkt wie in diesen beiden europäischen Ländern. Ein Dandy ist ein Mann, der sich durchaus mit der Liebe beschäftigt in seinem Leben, aber nie eine Liebesbeziehung tatsächlich eingeht. Er pflegt sozusagen ein Single-Dasein, was letztlich den Tod für die romantische Liebe bedeutet. Aber er ist der Anti-Romantiker per se. Aber gerade das macht ihn für eine romantische Damenwelt äußerst attraktiv, weil sich die Damen nun umso mehr um diesen Mann bemühen und jede versucht, bei ihm zu landen. Der Begriff Dandy kommt Mitte des 18. Jahrhunderts auf und wird dann eben wirklich bekannt Anfang des 19. Jahrhunderts. Berühmte Vertreter des Dandismus waren Beau Brummel, Beau Nash, Lord Byron. Lord Byron war ja bei Polidori das Vorbild für einen männlichen Vampir geworden. Und in Frankreich zum Beispiel Charles Baudelaire. Ende des 19. Jahrhunderts kippt dieser Dandyismus in eine etwas veränderte Form um, in den sogenannten Ästhetizismus, auch eines Aubrey Beardsley, eines neuen englischen Gentleman-Typ, des Snobs, bekannt geworden ist, ein Mann, der in diese Richtung geht, nämlich Oscar Wilde. Begonnen hat all das mit Casanova im 18. Jahrhundert. Casanova eben berühmt auch für seine extravagante modische Kleidung, mit der er überall punkten konnte, in allen Gesellschaftskreisen des 18. Jahrhunderts. Nun, interessant ist der Hintergrund, der gesellschaftliche Hintergrund für diesen neuen Männertyp. Wir befinden uns Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts in einer Gesellschaft, die umbricht von der ständischen Gesellschaft in die bürgerlich-industrielle.
Die Aristokratie verliert an Bedeutung, die alte Aristokratie. Es kommen neue bürgerliche Schönheitsideale auf und eine modische Kleidung, gerade auch für Männer, die nicht mehr höfisch, ständig geprägt ist, sondern das individuelle Freiheitsstreben dieser neuen bürgerlichen Gesellschaft verdeutlicht. Und diese individuelle Gestaltung das Freiheitsdrang der bürgerlichen Gesellschaft nun auch formuliert in der Mode, das ist etwas ganz Typisches für den Dandy geworden. Abgesehen davon kennzeichnen ihn auch die sogenannten Marotten noch etwas. Darauf will ich auch noch später eingehen. Also ein Verhalten, das außergewöhnlich ist, eben eine Marotte. Es sind aber interessanterweise nicht Bürger, die Dandys sind, sondern in der Regel Aristokraten. Und da kommen wir eben in eine Zeit hinein der napoleonischen Kontinentalsperre, also zu Beginn des 19. Jahrhunderts, als Napoleon seinen Krieg gegen England ausweitet. In dieser Zeit verliert der alte Adel in England seine Bedeutung. Es kommen neue, reichere Schichten auch auf. Und in dieser Zeit bleibt dem alten Adel nichts übrig, als durch Luxurieren aufzufallen. Der Dandy ist sozusagen der Protest der alten Adelsschicht gegen diese Verbürgerlichung. Und er übernimmt sehr viele Momente der Rokoko-Welt noch, also der alten barock-rokokohaften ständischen Aristokratie. Formuliert sie aber jetzt eben in dieser bürgerlich neuen Welt ein wenig um. Kennzeichnend für den Dandy ist sowohl, was eben in die barocke Welt, Rokoko-Welt zurückweist, aber auch eben in der neuen bürgerlichen Welt für ihn ausschlaggebend wird, der Leichtsinn in Gelddingen. Der Müßiggang, ein Dandy arbeitet nicht, die Wertschätzung teurer Kleidung und auch die Leichtfertigkeit, was Ehe und Treue angeht. Ein Dandy muss schlagfertig sein. Das war zum Beispiel eine Kunst, die eben auch ein Aristokrat bei Hofe beherrschen musste, um sich durchsetzen zu können in der sehr konfliktreichen höfischen Gesellschaft. Und das übernimmt der Dandy. Ein Dandy zeichnet sich aus durch Bonmots. Oscar Wilde ist dafür berühmt geworden. Und diese Bonmots können zum Teil auch in Zynismus umschlagen. Also das sind Momente, die den neuen Dandy vergleichbar macht mit dem alten aristokratischen Ideal, aber nun eben auf doch sehr moderne Art und Weise. Das Wort Dandy kommt, so sagt man, eventuell von dem Wort to dandle, aber sehr wahrscheinlich von dem indischen Wort Dandi und bezeichnet einen Stockträger. Das war ein hoher englischer Beamter, der im Indian Civil Service gearbeitet hat. Der Dandy, die neue Mode des Dandy, ist nun eben die Mode der bürgerlichen Welt, gekennzeichnet durch die modernen, körpernah geschnittenen Herrenanzüge. Die neue Mode der Männer ist die sogenannte V-Silhouette, im Unterschied zur barocken Silhouette, die ein X gewesen ist, durch gedeckte Farben, Stoffe, die nicht mehr glänzen, feste Stoffe sind, also ein Anzug, ein Herrenanzug,
der sich durchaus eignet, wenn man zum Beispiel in geschäftlichen Angelegenheiten durch England oder Frankreich reist oder auf Weltreisen ist, da kann man natürlich nicht mehr in diesen prunkvollen barocken Kleidern herumreisen. Ganz berühmt ist der erste Dandy geworden, Beau Brummel, der diesen neuen Typus der neuen sogenannten Schlichtheit modisch perfekt verkörpert hat. Ich werde auf ihn noch genauer zu sprechen kommen, weil er so viele Marotten gehabt hat, die sind einfach auch in die Literatur eingegangen. Ihm sind viele Dandys gefolgt, bildende Künstler, Dichter, Essayisten. Und Dandyismus meint eben nicht nur eine bestimmte modische Kleidung, sondern eine Lebenseinstellung, eine sich selbst inszenieren können, sich auszeichnen durch Leichtsinn in Gelddingen und durch diese frivole Freisinnigkeit und Schlagfertigkeit, die eben dann auch Oscar Wilde Ende des 19. Jahrhunderts so beliebt gemacht hat in der englischen Gesellschaft, bis er dann so tragisch geendet ist. Genau. Vor allem in England ist dieser Dandy berühmt geworden. In Frankreich hat er noch eine Sonderform angenommen, den sogenannten Flaneur. Das ist ein müßig gehender Spaziergänger durch die Großstadt, auf den ich dann auch bei Charles Baudelaire noch näher eingehen will. Also, der Dandy ist ein Männertyp, der die bürgerlichen Konventionen verachtet, der zum Beispiel nie heiraten will, sich oft auch frauenfeindlich geriert, aber gerade dadurch Anstrengungen in der Frauenwelt hervorruft, die ihn sich unbedingt zu gewinnen trachtet. Die Frauen lieben diese Art von Männern. Der Dandy will sich von der Masse der Gesellschaft abheben und von einer Masse, die eben gekennzeichnet ist durch diese neue industrielle Hochhaltung der Produktivität, der Arbeitsamkeit. Balzac hat in seiner Schrift Traktat über das elegante Leben drei Arten von Menschen hervorgehoben. Menschen gleich Männern. Es gibt Menschen, die arbeiten, es gibt Menschen, die denken und es gibt Menschen, die nichts tun. Und das sind die sogenannten Dandys. Ein Dandy ist ein Mann, der das Nichtstun zur Kunst erhebt, der eben Marotten hat und der sich einfach zum Beispiel durch die Stadt flanieren kann, ohne ein Ziel, ohne etwas zu kaufen, einfach spazieren geht, Leute beobachtet und sich zeigt in seiner ganzen Schönheit. Und so gehörte zum Beispiel zu einer Marotte dieser neuen Dandys, dass sie mit Schildkröten an der Leine spazieren gegangen sind, was natürlich das Spazierengehen sehr, sehr verlangsamt. Und genau das ist das, was man aussagen will. Man weigert sich, eine Haltung anzunehmen, die dieser bürgerlichen, arbeitsamen Gesellschaft mit ihrem Drang zur Schnelligkeit entspricht, einer Zeit, wo die Eisenbahnen erfunden werden, das Fahrrad erfunden wird, wo man Turnvaterjahren immer schneller dem Menschen zu Sport antreiben will. Da geht man ausgesprochen langsam spazieren, blasiert, kühl, elegant, mit trainierter Gleichgültigkeit produziert man sich auf den Boulevards und in den Cafés. Ein Flaneur und eben so ein dandyhafter Flaneur, der verweilt nicht, der ist nicht sesshaft, der ist nicht häuslich,
wie es der bürgerliche Familienvater ist, sondern eben ein sich auf nichts festlegen wollender Männertyp. Gewandt in der Konversation, arrogant, liebt er Glücksspiele, Wetten, Gelage und auch Bälle. Eben den Tag verschlafen, abends auf Bälle gehen, das ist der Typ Mann, der sich ganz besonders eignet für die sogenannten Fashionable Novels. Fashionable Novels, das ist eine Literaturgattung, die auch Silver Folk Novels genannt wird. Das sind Romane, die in der Upper Class spielen. So, ihr Zeitraum ist zwischen 1820 und 1840, eben in denen die Menschen sehr modebewusst auftreten, fashionable, oder eben mit Silberlöffeln im Mund geboren worden werden, Silver Folk Novels. Und diese Fashionable Novels waren in dieser Zeit oft auch sehr indiskret. Man konnte sie zurückführen auf tatsächlich lebende Personen und sie erzeugten einen gewissen Wiedererkennungseffekt beim Lesen, was sie äußerst reizvoll machten für das zum Beispiel englische Lesepublikum. Da gehören Schriftsteller wie Edward Bulwer Lytton dazu oder William Makepeace Thackeray, der einen berühmten Roman geschrieben hat, auch verfilmt worden, Vanity Fair. Wir kommen noch einmal zu sprechen auf Beau Brummell. Beau Brummell, eigentlich George Byron, Brian Brummell genannt, 1778 in London geboren, 1840 in Frankreich in Caen gestorben, wurde sehr bald Beau Brummell genannt, der schöne Brummell. Sohn eines Politikers mit einer sehr guten Ausbildung, Schulausbildung in Eton, Oxford, Militärdienst und dann eben befreundet mit dem Prinzen von Wales, also absolut der englischen Oberschicht, der Aristokratie angehörig. Der spätere George IV., damals Prince of Wales, war mit ihm befreundet. Er fiel bei ihm in Ungnade und machte dann immense Schulden, Beau Brummell. Und diese Schulden brachten ihn in Gefahr, im Schuldgefängnis zu landen, sodass er 1816 nach Frankreich geflohen ist. Und dort in absoluter Mittellosigkeit, in absoluter Armut verstorben ist in einem Irrenhaus in Caen. Also ein großer, großer Abstieg, der eigentlich diesen Abstieg auch der englischen alten Adelsklasse sehr gut verdeutlicht. Über ihn gibt es unendlich viele Geschichten. Angeblich habe er 5 Stunden zum Anziehen gebraucht. Angeblich habe er seine Stiefel mit Champagner polieren lassen. Seine Halstücher und die Art und Weise, wie er sie getragen hat, oder seine Krawatten sind berühmt geworden, man hat es nachgeahmt. Seine Hemdkragen waren immer ganz steif gestärkt. Er hat nun eben eine neue Mode in die Welt gebracht. Das waren diese langen Hosen, die bis zum Boden reichten und eben die Kniebundhosen der barocken und Rokoko-Welt abgelöst haben. Dann diese geradlinigen Jacketts und die gedeckten Farben. Also eine Schlichtheit, die sich eben abhob von der alten aristokratischen Männerkleidung. Unparfümiertes, ungepudertes Haar, keine Perücken, eine makellose Rasur, Handschuhe, die angeblich von 2 unterschiedlichen Herstellern produziert wurden. Ein Hersteller war spezialisiert auf die Daumen von Beau Brummell, ein anderer für die restlichen Finger. Angeblich habe er 3 Friseure beschäftigt,
Einer, der nur seine Haare für die Stirn geordnet hat, ein anderer für die Seiten und ein dritter schließlich sogar fürs Hinterhaupt. Wo Brummel, der Glücksspiele geliebt hat, die ihn dann eben auch in die absolute Armut gestürzt haben. Und er berühmt geworden ist für seinen Wortwitz. Verewigt hat diesen Typ Beau Brummel in Barbey d'Aurevilly in dem Aufsatz Du Dandysme et de Georges Brummel 1845. Da ist dieser Beau Brummel in die Literatur eingegangen. Ein anderer Autor, den ich jetzt auch noch ausführlicher zitieren will, ist Charles Baudelaire geworden, der sich in Les Fleurs du Mal und in anderen Essays mit diesem Typ Dandy beschäftigt hat. Er charakterisiert den Dandy als einen Mann, der auf sich selbst allein bezogen ist, sich selbst als eigenen Schöpfer betrachtet, dessen Ideal die Schönheit ist, der die Schönheit in die Welt bringen will durch Selbstinszenierung und sozusagen in gewisser Hinsicht Gott abgelöst hat, Gott, der in der alten, vorsäkularen Welt eben die Welt als Schöne geschaffen hat und sich nun zurückgezogen hat von ihr, überlässt den Menschen noch gerade dem Dandy die Aufgabe, die Welt schön zu gestalten. Und so wird der Dandy sozusagen zum eigenen Schöpfer in einer neuen, sehr subjektiven Art und Weise. Diesen neuen Subjektivismus, den wir auch in den anderen Zeichensetzungen ausführlicher besprochen haben. Charles Baudelaire schildert diesen Dandy auch kombiniert mit dem Flaneur in einem Aufsatz, der heißt Ein Schilderer des modernen Lebens, Constantin Gies. Constantin Gies ist ein bildender Künstler gewesen, den Baudelaire in diesem Aufsatz charakterisiert. Und das erste Kapitel lautet nun Das Schöne, die Mode und das Glück. Ich möchte aus diesem Aufsatz Ihnen ein paar Stellen vorlesen. Die sehr viel aussagen über den Dandy. Der Dandy. Die Vorstellung, die der Mensch sich vom Schönen macht, drückt sich in seinem ganzen äußeren Wesen aus, zerkrüppelt oder glättet seine Kleidung, rundet oder beschneidet seine Gäste, macht sich auf die Dauer selbst in seinen Gesichtszügen irgendwie geltend. Der Mensch gleicht schließlich dem, was er sein möchte. Also die Selbstproduktion, die Hervorhebung seiner eigenen Schönheit, die Gestaltung, sein eigener Schöpfer sein. Das ist das Ideal des Dandy. Genau, Seite 100, Augenblick, Constantin G., Seite 165. Genau. Jetzt dieser neue modische Typ des Dandy verschwimmt bei Baudelaire auch mit dem Typ des Flaneurs. Er bewundert die ewige Schönheit und den erstaunlichen Zusammenklang des hauptstädtischen Lebens, den die Vorsehung in allen Getümmel menschlicher Freiheit aufrechterhält. Er betrachtet die Landschaftsbilder der großen Stadt, Landschaften aus Stein, vom Nebel umkost oder von den grellen Strahlen der Sonne getroffen. Er freut sich der schönen Wagen, der stolzen Gespanne, der auffälligen Sauberkeit der Grooms,
der Geschicklichkeit der Lakaien, des wippenden, wiegenden Ganges der Frauen, der schönen Kinder, glücklich in ihrem Lebensgefühl und ihren schönen Anzügen, mit einem Wort des Lebens überhaupt. Wenn eine Mode, der Schnitt eines Kleidungsstückes, sich ein wenig geändert hat, wenn anstelle der Bandknoten und Schnallen Schleifen erscheinen, wenn der Hutbesatz sich verbreitert hat oder der Chignon einen Zoll weiter den Nacken herabhängt, wenn der Gürtel heraufgerückt und der Rock weiter geworden ist, sein Adlerblick hat das sicherlich schon aus weitester Entfernung her erspäht. Also der Flaneur, der nun sehr genau die modischen Schönheiten der großstädtischen Welt betrachten will und sozusagen der Betrachter von Menschen ist, die wie Dandys auch durch diese großstädtische Welt laufen. Ein eigenes Kapitel ist in diesem Aufsatz überschrieben mit der Dandy. Aus ihm möchte ich zum Abschluss noch ausführlicher vorlesen. Der Mensch des Reichtums und des Müßiggangs, der selbst blasiert, keine andere Beschäftigung hat, als dem Glück nachzulaufen, der Mensch, der im Luxus groß geworden und von Jugend auf an die Unterordnung der anderen gewöhnt ist, der Mensch endlich, dessen einziger Beruf die Eleganz ist, wird sich immer und in jeder Zeit einer völlig eigenartigen Sonderstellung erfreuen. Das ist der Dandy. Die englischen Romanschreiber haben mehr als die anderen den Roman der Gesellschaft gepflegt. Und die Franzosen, die, wie Custine, sich für die Liebesromane entschieden, sorgten von Anfang an mit Recht dafür, dass ihre Personen vermögend genug waren, um ohne Zaudern all ihre Launen bezahlen zu können. Außerdem wurden sie jedes Berufes enthoben. Diese Wesen kennen keinen anderen Zustand als die Pflege der Schönheitsidee in ihrer Person, die Befriedigung ihrer Leidenschaften, Gefühle und Denken. So besitzen sie im höchsten Grade und nach ihrem Belieben Zeit und Geld, ohne die die Fantasie sich nicht in die Tat umsetzen kann und eine flüchtige Träumerei bleibt. Leider ist es nur zu sehr wahr, dass ohne Muße und Geld die Liebe nichts ist als ein gemeiner Rausch oder die Erfüllung einer ehelichen Pflicht. Vom flammenden Erleben oder Traum wird sie zu einer widerlichen Zweckmäßigkeit. Wenn ich gelegentlich des Dandismus von der Liebe rede, so geschieht es, weil die Liebe die natürliche Beschäftigung der Müßiggänger ist. Aber für den Dandy ist die Liebe kein Sonderzweck. Ich sprach nur deshalb vom Geld, weil es unerlässlich ist für Leute, die einen Kultus mit ihren Leidenschaften treiben. Aber der Dandy strebt nicht nach Geld als einer Sache von wesentlicher Bedeutung. Ein unbeschränkter Kredit würde ihm genügen und die grobe Geldgier überlässt er den gewöhnlichen Sterblichen. Der Dandismus besteht auch nicht, wie viele unüberlegte Leute zu glauben scheinen, in einer maßlosen Neigung zur Toilette und stofflichen Eleganz. All das bedeutet für den vollkommenen Dandy nur ein Symbol der aristokratischen Überlegenheit seines Geistes. So besteht denn auch für seine Augen, die vor allem auf Distinktion gerichtet sind, die Vollkommenheit der Toilette in absoluter Einfachheit, die tatsächlich die beste Art darstellt, vornehm zu wirken. Was ist denn nun aber diese Leidenschaft, die zu einer Glaubenslehre geworden, aus über den Wassern schwebenden Geheimbündlern eine ungeschriebene Einrichtung gemacht und eine so hochmütige Kaste gebildet hat? Vor allem das brennende Bedürfnis, sich innerhalb der Grenzen des Geziemenden eine Originalität zu schaffen. Eine Art Kultus mit sich selbst, der jeden Versuch, das Glück in anderen, der Frau zu finden und selbst alles, was man Illusionen nennt, überleben mag. Das Vergnügen in Erstaunen zu setzen und die stolze Genugtuung, niemals in Erstaunen zu geraten.
Der Schönheitscharakter des Dandy besteht vornehmlich in dem Aussehen von Kälte, das dem unerschütterlichen Entschluss entstammt, durch nichts erregt zu werden. Man könnte von einem verborgenen Feuer sprechen, dessen Vorhandensein man ahnt und das Wärme ausstrahlen könnte, aber dies nicht will. Der Dandy. Ein Typ, der für Frauen doch sehr reizvoll erscheint.